Jonah? Jonah, bitte komm, bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rook! Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Von vielen Katastrophen, das ist deine Schuld! Ich muss jetzt los, ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Rock! Basislager, hier Cardinal 2. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten! Cardinal 2, bin getroffen. Wechsel die Position. Ja.
Ich mache alles nur schlimmer, Jonah. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Meine Freundin Sarah ist Archäologin. Ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah... Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke. Mach ich. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber
Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Du übertreibst. Machst du Witze? Sie hat mich genug Zeit gekostet, Guillermo. Ich weiß, du magst sie. Darum geht es nicht. Sarah, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung der Bibliothek. Ich kann nicht mehr tragen. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Das Ende aller Tage. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Eine komplette Wandmalerei. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja. Absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Hetzig ist ziemlich jung, um so viel Verantwortung zu tragen. Das ist bestimmt schwer. Ich kann es mir kaum vorstellen. Hast du was? Ja, Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ich muss mit dem Wagen den Lichtstrahl zur Tür lenken. Geh, während du Licht hast. Hier will ich nicht begraben sein. Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Ich helf dir rauf. Das Licht muss etwas aktiviert haben. Lara! Bist du in
in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ich muss den Lichtstrahl auf das Fresko von Veronika richten. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich muss den Lichtstrahl auf das Fresko von Veronika richten. Ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss den linken Lichtstrahl auf die Kreuzigungsszene lenken. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mhm. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Das ist widerlich. Wo ist die Stange? Das hier. Schrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Wir haben schon genug an Lopez. Dann schlagen die Römer die Nägel ein. Ich muss den rechten Lichtstrahl auf die Szene lenken, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Ich muss den rechten Lichtstrahl auf die Szene lenken, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Das muss die Schatulle sein.
Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren
Unuratus die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feige, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen? Hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon.